So, wahrscheinlich müsste man hier einmal den Weg auch erweitern. Ich meine, das Coole ist, ich kann mir aus der Schubkarre jetzt halt irgendwie wieder Erde rausholen, ne? Und dann mir hier hinklatschen, die ich gerade so brauche. Das ist ganz cool, ne? Aber sonst ist es natürlich schwierig, wenn man sonst nicht weiß, wohin damit. Ah, scheiße. So. Weil hier wollte ich ja so eine Nische bauen. Müssen mal gucken, ob das funktioniert. Ich muss gleich erstmal mir Energie reinfeuern. Kritisch. Was davon war denn jetzt der Hartholzboden? Hier sind die Holztreppen. So. Dann lade ich mir erstmal auf hier. Ich muss sagen, also ich habe schon, ich finde es schon sehr chillig so. Ist ein bisschen fummelig da irgendwie dieses Terraforming, finde ich, aber es macht schon Spaß. Es ist halt irgendwie entspannt. Keine Ahnung. Ich finde es okay. So hier vor sich hin zu tüddeln und einfach ein bisschen was schön zu machen auch. Oh, das finde ich aber sehr gut, dass er den Rand auch mit einbezieht hier. Das finde ich ja wirklich, wirklich gut. So, dass du so ein bisschen auch diesen Veranda-Charakter erzeugen kannst. Das ist sehr schön. Weil das habe ich mich eben auch schon gefragt, wegen der Kante hier. Ob das da nicht ein bisschen unschön aussieht. Ich meine, bei den Hühnern kann es halt ruhig grün bleiben, finde ich. Aber ich denke, ich würde am vielleicht sogar am Rand hier einfach so ein bisschen Stein machen. Wenn man das jetzt hier einmal wegnimmt. Fülle ich hier nochmal ein bisschen mit auf, dann hat man hier so einen, würde ich hier so einen Gang nach hinten machen zum, so quasi in den Garten dann. Warte mal, wenn ich jetzt da, die jetzt mal eben da oben lasse und dann hier einfach die Böden drauf mache, das sieht doch bestimmt auch ganz cool aus. Ja, das ist halt schon ein bisschen geil auch, muss ich sagen, ne? Also, ich glaube, daher würde man schon richtig schön gestalten können. Mit den Böden. Das wird schon schicki. Und den kann man auch noch ein bisschen mit so Holz kombinieren, wenn man das möchte. Wenn man jetzt Holzboden macht. Ups. Oder man lässt es halt grün, ich weiß nicht. Ich meine, so vereinzelte Holzwege können auch interessant sein, dass man halt nicht alles mit Holz bestückt. Ich mache mal noch kurz ein paar Hartholzböden. Ausprobieren, dass so wird. Also ich finde, das wirkt schon alles echt sehr schnell, sehr schicki, wenn man so ein bisschen mit den Böden arbeitet. Da kann man, glaube ich, schon viel machen. Das ist schon ganz geil, macht schon Spaß. Vielleicht, wenn die anderen etwas weiter sind, magst du mal einen Stream machen, wo du Leute besuchst und dir die Städte anschaust. Ja, vielleicht. Ich habe das halt bei Animal Crossing früher auch mal nur vereinzelt gemacht, irgendwie. Ich weiß aber gar nicht, ob das so geht.
Also wie, ob das so ähnlich ist wie bei Animal Crossing mit dem Besuchen, dass ich jetzt einfach so verreisen könnte. Aber mal gucken, ne? Ist halt auch immer die Frage, ne, wie lange die Leute dann spielen und so. Aber ja, sowas kann man sich natürlich immer im Hinterkopf behalten. Kann ich Insel-Flashbacks, ja. Ja. Ja, genau das nämlich. Genau das nämlich. Das kriege ich da auch direkt. Ich finde das ein bisschen ordentlicher, wenn hier ein Weg ist, glaube ich. So, ich will mal gucken, ob ich mir hier schon mal so eine Laterne bauen kann eigentlich. Wir brauchen Fackeln, wir brauchen Quarz. Da muss ich einmal die Sticks rausnehmen. Aber man hat halt so schnell die Tasche voll wegen den ganzen Sachen, die man hier so braucht dann. Weil dann würde ich hier unten eben die Fackel aufnehmen. Da-da-dam. Ich habe keine blöde Idee. Habe gerade eine richtig komische Idee, glaube ich. Also wirklich eine seltsame. Wenn man das hier so oben drauf macht. Kinda cute, I guess. Vielleicht nicht mit dem Stein-Ding. Das sieht ein bisschen aus, als hätte ich irgendwas in Ark gebastelt. Versuchen wir es einmal mit den Wood-Dingern hier. Vielleicht lieber Hartholztreppen sonst. Obwohl ich das eigentlich ganz schön finde, glaube ich, mit dem. Warte mal, man könnte auch. Ups. Und die andere Seite dann wieder mit Steinen vielleicht. Hallöchen Jolly, hast du einen Sprinkler? Nö. Ich habe eine Gießkanne. Ich verabschiede mich mal. Ich muss morgen leider früh raus. Schlaf schön, Vanity. Hab eine gute Nacht. Dankeschön fürs Dabeisein. Nee, also einen Sprinkler habe ich nicht. Ich habe eine Gießkanne. Die kriegt man ja auch dann von der Landwirtschaftstante irgendwie. Lässt du das Ding da stehen, bitte? Dankeschön. So, ich wollte gucken wegen Laternen. Stimmt, ich brauche Palmzäune, Dinge siehst hier, Palmzäune. Da habe ich ja auch ein paar von. So, ich muss aber noch Fackeln herstellen. Mehr. Wir brauchen Laternen, liebe Leute. Wir brauchen Laternen. Ohne ein Licht würde das hier nichts. Ich will jetzt mal eben losstiefeln und mein Boot wiederholen, wenn ich Platz dafür habe, glaube ich sogar. Wo war mein Boot? Da. Gieß dir hier meine Kürbisse. Das ist ja fancy. Richtig gut. Hör auf.
könnte man sich auch anders einsammeln als. Na gut, dann müssen wir es mit der Axt machen. Ach, scheiße. Gott, ich dachte schon, ich habe erstmal mein Boot komplett versenkt, ja. Gut. Oh, schön die Bananas mitnehmen hier. Ah, meine Taschen sind voll. So, hinterm Haus könnte man, glaube ich, sehr schön Obstbäume anpflanzen direkt. Ich glaube, das würde auch sehr süß aussehen. Und hier vielleicht so eine, hier eine Allee aus Bananenbäumen oder so und Palmen. So im Wechsel vielleicht. Ich finde das mit dem Lagerfeuer irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Keine Ahnung. Also ich finde, das gibt nur so einen Einblick in die Möglichkeiten, die man hier theoretisch hat. So, genau. Das Boot würde ich ganz gerne nämlich hier schön ans Wasser stellen direkt. Vielleicht hier, dann kann man irgendwie so einen Steg hinklatschen oder so. Mal gucken. So, dann würde ich hier nämlich ein bisschen Sand nochmal aufschütten. Ich weiß halt nicht, wie viel Platz die brauchen. Wobei so ein enger Weg reicht mir halt eigentlich. Das kann schon ein bisschen kuschelig sein. Ich baue ja gerne ein bisschen enger. Sammeln jetzt mal ein bisschen Erde ein. Ich glaube, diese Hässlon-Kante können wir auch wegmachen. Das ist, glaube ich, hier eine unnötige Geschichte an der Stelle. So. Erstmal den ganzen Farn da weggebreakt hier. So. 6 Uhr haben wir es gerade, alles klar. Schubkarre einfach an das wilde Physik hier. So, geradeaus fahren geht immer. Das geht immer. Oh Gott. Da, da, da. So, machen wir eine schöne Kante rein. Nee, nicht so eine Kante. Die wollte ich jetzt nicht. Die wollte ich jetzt aber nicht. Habe ich nochmal Palmböden gemacht eigentlich? Nee, ne? Ne, habe ich gar nicht, aber ich habe Laternen gemacht. Also dieses Fass, das braucht einfach 10 Jahre. Das braucht einfach 10 Jahre, das ist ja richtig nervig. Süß. Das ist ja süß. Ups, das wollte ich gar nicht. Die andere stelle ich erstmal eben hier ab. Da soll die jetzt nicht unbedingt bleiben, aber die bleibt jetzt erstmal eben hier. Die andere stelle ich hier mit hin, glaube ich. Die Laternen sind schon schön. So. Überleg mal, ihr könnt hier so richtig schönen Scheiterhaufen auch bauen dann. Und ein paar Hexenverbrennungen machen, das ist doch nice. Perfekte Voraussetzungen.
Das ist doch richtig gut. Gut, jetzt habe ich ja noch die Bananskis. Die lagere ich mal eben ein. Das ganze andere Grünzeug hier. Dann schauen wir gleich mal eben wegen ein paar Samen auch. Obwohl Bananen, doch, die brauche ich ja. Warte mal. Die brauche ich ja. Dann haben wir ja noch so ein Blümchen hier. Das kann man auch noch irgendwo hinpflanzen, eventuell. Und hier sind die Palmsamen. Vielleicht mache ich den Weg dann doch ein bisschen breiter. Also erstmal kann, glaube ich, der Dicke hier weg. Glaube, das stört eher. Ja, ich weiß, meine Tasche ist voll, Mami. I know. Ah, nee, ich glaube, ich mache nur so einen engen Weg. Ja, dann machen wir hier, glaube ich, den hier. Machen wir dann erst eine Palme und dann einen Bananenbaum. Nee, ich glaube erst Banane. Glaube erst Banane. So. Pack das andere Ding hier mal weg. Das lagern wir eben ein. Das ist halt echt ein bisschen tricky hier mit dem ganzen Zeug. Wenn man ein bisschen was vorhat, ne? So. Ach so. Palmböden. Wo sind sie denn jetzt hin? Ich finde die nicht. So, dann würde ich hier, glaube ich, glaube, eine Palme dann direkt dahinter. Ich weiß nicht, ob man zwei machen sollte. Ah, versuchen es mal. Ach, scheiße. Dann muss ich das jetzt mal wieder abbauen hier. Das können wir auch Alter, was willst du denn? Okay, mit der Spitzhacke geht das echt nur. Okay. Dass sie da immer die ganze Zeit die Schubkarre verprügeln will, das ist echt unangenehm. So. Dann machen wir auf das Ding. Dann kommt jetzt hier die Palme rein. So. Schaufeln den Bums wieder zu. Jetzt die Bananski wieder. Ja, cool. Ja, wirf halt sonst wohin. Ja, okay. Halbe Olympiastadion hier. So. Mach zu den Bums. Hier noch den Weg und dann noch einen. Und dann können wir hier nochmal eine Palme eventuell hinmachen direkt. Oder machen hier die Palme hin. Ich glaube, da wäre schon ganz. Weiß nicht.
Oder machen das ganze Ding noch einmal einen länger, I don't know. Doch, also hier die Palme. So, gib Erde. So, dann machen wir aber da noch ein bisschen was. Okay, sie rennt einfach 10 Kilometer weiter. Ist okay. Ist okay für mich. Ist okay. So, und dann können wir den hier so zumachen, glaube ich, den Weg. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Vielleicht wird es auch kackhässlich, wer weiß. Vielleicht wird es auch kackhässlich. Aber vielleicht wird es auch ganz süß. Mache ich hier noch ein Bananenbäumchen hin, denke ich mal. Sehr gespannt. Also dadurch, dass man das jetzt eine Weile dauert, bis die ganzen Bäume wachsen und so, wird das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. So. Theoretisch kannst du hier oben halt den ganzen Boden, das alles hier zu so einem riesigen Holzklotz wahrscheinlich dann machen, ne? Wenn du da das alles mit Boden auffüllst. Wahrscheinlich. Ich muss gleich mal die Schubkarre herholen. Okay, können wir hier eine Drehung machen? Achso, warte, da unten liegt noch das Holz rum. Das wollen wir natürlich nicht erliegen lassen. So, dann drehen wir mal eine Runde. Oh Gott, bitte nicht ins Wasser. Bitte nicht ins Wasser. Das wäre sehr schön. Ich möchte ein bisschen am Leben bleiben auch. So, ich überlege gerade, ob ich nochmal eine Brücke einfach baue. Einfach so, weil ich es kann. Hardwood Bridge, die sieht natürlich auch ganz nett aus. Die Palmwood Bridge, da wissen wir ungefähr, wie die aussieht, ne? Ich habe nämlich eine Idee. Wir haben hier oben. Wir haben hier ja diesen Übergang und ich frage mich, ob es geil wäre, wenn man das hier relativ hoch macht und dann da eine Brücke drüber laufen lässt. Oh mein Gott, das wäre insane. Das wäre absolut insane. Oh, so eine Brücke als Übergang. Oh mein Gott. Ich glaube, dafür nehme ich denn die Hartholzbrücke, glaube ich. Sehr viele Nägel auf jeden Fall. Alter, meine Tasche ist so scheiße voll. Ganz übel. Ich kann jetzt mal die Bananen einlagern. Dann haben wir hier noch so ein paar Samen. Wir brauchen Nägel, Nägel meine ich. Meine Haare sind jetzt einfach grün. Ja, herzlichen Glückwunsch, glaube ich. Bist du zufrieden? Ja, ich hoffe, die Hartholzbrücke wird schön. Ich bin unsicher. Vielleicht wird es auch zu dunkel. Und ich denke mir dann, ah, kacke, sieht scheiße aus. Weil dann würde ich das hier alles, glaube ich, gar nicht so weit abbauen an der Stelle. Oh, es ist schon spät, upsi. Es ist schon spät. Hallöchen, Kerle, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hinterlichen Rixton. Ja, wir haben die Mine freigeschaltet. Ich habe aber auch noch nicht geguckt. Die müsste fertig gebaut sein. Wir haben die vorhin erst gebaut.
Aber ich habe mich da jetzt bisher noch nicht so weit damit beschäftigt, tatsächlich, weil ich hier ein bisschen mit dem Gestalten abgelenkt bin gerade. So, ich muss mal eben was testen. Ja, also es wäre halt dann zu niedrig natürlich. Wir könnten halt... Ich würde die Brücke schon hier irgendwie auf der Position ungefähr, also natürlich in einer anderen Höhe. Dass sie eher so ist. Es müsste wahrscheinlich nur alles ein höher sein, eher so auf der Ebene dann mindestens. Vielleicht sogar ein bisschen noch höher. Oh, das wird ein Spaß, das wird grauen... Oh Gott. Das wird ein furchtbares Terraform. Ich glaube, ich werde irgendwann anfangen zu schreien wahrscheinlich dabei. Ja, ist natürlich ärgerlich, ne? Ganz schön fummelig dann. Aber was willst du machen? Ja, danke, dass du es einfach random irgendwo hinpackst. Das ist nett von dir. So. Jetzt buddelt sie wieder irgendwas weg hier. So, ich glaube, das Ding muss noch einen höher, damit es cool wird. Schätze ich. Ah, das ist echt schwierig. Ich muss mal gucken, wo wir halt hier was abbauen überhaupt. Weil hier will ich gar nicht so viel wegtüdeln. Das ist ganz, 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 ganz schwierig. Angeln ist mein Endgegner. Es ist halt. Da braucht man schon echt übelst die Geduld für. Das ist eine heftige Geduldsprobe, wirklich. So, ich teste nochmal kurz was. Oh Gott, Diggi. Was machst du da? So. Genau, wir wollen eigentlich nach ganz oben. Hier wollen wir hin. Noch höher. Wir müssen hier noch alles ein höher bauen. Auf der Seite. Du machst jetzt hier nicht die Brücke hin. Ja, genau, das ist immer das Ding. Ihr müsst halt immer die ganzen vorigen Schulden immer schön abbezahlen. Sonst könnt ihr das nächste halt nicht machen. Und bei mir hat das mit der Mine jetzt halt funktioniert, mit der eben auch mit der Deep Mining License. Und also da steht sie auch schon. Weiter war ich jetzt auch noch nicht gekommen. Und dann halt eben über einen Deed. So, das müssen wir jetzt höher machen. Da können wir auch einfach irgendwas hier aus dem... der Ecke nehmen von mir aus. Ich muss hier gleich mal mit der Schubkarre herkommen und die voll machen, glaube ich. Hui. Checkst du ja nicht, was das Spiel von mir abverlangt beim Angeln? Verstehst du nicht, was genau du machen musst? Bei allem. Auch von den Nerven, ne? Vor allem von den Nerven. Ich glaube, da kommt es auch wieder sehr auf die Fische an, irgendwie.
Ich jedes Mal erschrecke, wenn der Blitz in Game einschlägt. Ich glaube, ich hatte hier noch keinen Blitz. Weiß gar nicht. Hatte ich hier jemals einen Blitz? So, wir können losfahren. Whee! Oh Gott, bitte nicht ins Wasser, dankeschön. Oh, da komme ich nicht weiter, Mami. Oh, oh. Hui. Ich brauche meine Erde. Gib mir meine Erde. So. Das könnte halt komplett scheiße werden, was ich hier mache, aber vielleicht wird es ganz cool. Wir brauchen ja eigentlich nur diesen einen Rand hier. Und den Rest kann man dann drumherum ja noch terraformen dann. Das ist dann ja auch kein Problem. It just fucking works. Ich muss mich da mal drunter stellen. Ja, ja. Du bist schon richtig so, mein Freund. Ah, es ist halt scheiße, je nachdem, wie man steht. Okay, warte, dann testen wir das mal eben anders. Das ist ja die Höhe von der Laterne. Alter, habe ich echt wieder keinen Platz. Das ist ja kompletter Wahnsinn hier. Oh, ich stelle mal eben den Ofen hier zur Seite. So, kurz mal testen, so die Höhe. Aber die Höhe sieht gut aus. Guck mal, die Laterne, die passt halt sogar drunter. Dann ist es hoch genug, dann kann man da bequem durchlaufen. Okay, nach einer halben Ewigkeit den ersten Fisch gefangen, finde das Angeln ja 2 von 10. Ich glaube, auch da ist es halt wieder abhängig, also vielleicht sogar abhängig von Skill, ich weiß es nicht. Und Übung einfach. Weil eigentlich ist es ja nur Geduld und warten, bis die Post unter Wasser ist. Dann ganz schnell tippen. Wenn der Fisch zappelt, nicht mehr reinziehen. Wenn der Fisch aufhört zu zappeln, wieder reinziehen. Wenn der Fisch zappelt, nicht mehr reinziehen. Und wenn der Fisch halt bis Timbuktu schwimmt, dann ist der Fisch halt einfach noch zu strong für einen oder für die Angel. Ich glaube, was anderes ist es halt dann einfach nicht. Ja, also ich finde das mit der Brücke eigentlich ganz geil. Vielleicht sollte die Brücke ein bisschen kleiner sein, ein bisschen schmaler. Was natürlich disgusting ist, weil jetzt muss ich den Scheiß einen nach vorne ziehen quasi. Aber das ist, glaube ich, auf jeden Fall besser. Aber dann würde ich das eher hier machen, glaube ich. Eher an der Stelle. Machen wir es lieber hier. Da, 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 da. Hallo Sophie, na, wie geht's dir? Hallöchen. So.
wir dann hier das mal eben wegnehmen. Ich glaube, das wird dann ganz schön hier eigentlich, wenn da die Brücke steht drüber. Das Ding hier wird ja eh irgendwann umgezogen. Das ist zumindest der Plan. Habe ich jetzt die Höhe getroffen? Ja, die Höhe ist auch schön. Was machst du denn da? Meine Güte, wie läuft die denn? Die will ja gerade überall hin auch. Jetzt müssen wir uns eher nochmal wieder zurechtformen hier, den Scheiß. So. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Da, jetzt ist die ein bisschen schmaler. Ich glaube, das wäre schöner. Ich stelle mich mal ein bisschen... Kann ich mich nach unten stellen? Geht das vielleicht besser dann zum Gucken? Ja, ist immer ein bisschen schwierig, wenn man in der Ebene tiefer steht. Das ist immer ein bisschen schwierig, scheinbar. So. Aber ich glaube, die Höhe ist okay, ne? Prinzipiell. Und den, ups, und die Nähe zum Dorf. Danke dafür. So. Dann ist sie nicht so riesig. Gut, und dann werde ich gleich feststellen, oh, Hartholzbrücke eigentlich hässlich. Eigentlich hässlich. Oh nö, das geht. Die ist okay. Die ist okay. Jetzt müssen wir mal gucken, ob man hier... Okay, man kann darunter auch nicht terraformen dann. Okay. Du hast dann halt wirklich hier so eine gerade Kante. Ja gut, damit muss man dann halt leben auch. So, jetzt müssen wir erstmal das Gemüse dann hier wieder retten auch, glaube ich. Einen wunderschönen guten Abend, Farming Ellie, hallo. Na Ellie, alles gut bei dir? Bei mir ist soweit alles relativ okay, Sophie. Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut und stressfrei. Maybe Alma. Sehr faszinierend zuzusehen und Ton. Hat nicht verstanden, warum die Brücke nicht vorher, schon vorher okay war. Die war ein Punkt zu weit rechts oder zu links oder so. Das war mein Problem. Und zu lang auch. Ich will die nicht so lang haben. Das war das Ding. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Nicht nur die Palme ist weg. Nicht nur die Palme ist weg. Sondern meine Laterne, um die Höhe abzudingsen, ist weg. Der hat einfach meine Laterne vernichtet in der Umgebung. Oh, was haben wir denn da? Waddlebrew. Waddlebrew, was ist das denn? Refreshing. Boah, das kann man bestimmt richtig gut verkaufen. Wollen wir mal gucken, was das wert ist.